Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Folge der Pokémon-Sonne Blindlog mit einer ununterbrochenen Piorette. Yay! Bevor wir weitermachen, muss ich nochmal kurz was zeigen, was beichten. Ich war nämlich offscreen zwischen dieser und der letzten Folge ein bisschen fleißig und habe, wo habe ich's? Siedewasser gefunden. Siedewasser habe ich auch sofort Berko beigebracht. Ich habe es offscreen gemacht, weil ich wollte einfach mal ein bisschen rumprobieren, rumgucken. Und da hat man mir gesagt, ja, du findest da Siedewasser. Ja, oh, das ist aber toll. Siedewasser finden wir in dem letzten Becken vor der Wasserprüfung, wo wir gegen den Riesen... Riesen-Loserfisch kämpfen mussten. Loserfisch. Da finden wir Siedewasser. Wenn man nach unten surft, kann das jetzt eigentlich hier irgendwie genau nachgucken. Ich guck mal eben. Ich glaube nicht, ne? So. Ah doch, hier kann man es genau nachgucken. Ist das das hier? Schattendschungel. Ist das... Sind das die Becken? Hier ist der Wasserfall. Und dann ist ja... Ja, das kann man nachgucken. Dann ist ja hier die Prüfung. Wenn wir dann den Weg zurückgehen, dann kommen wir hier an die Becken vorbei. Und in diesem Becken, da ist so ein kleines, wenn man, da ist ein Angler. Den sieht man am Strand, den habe ich auch kaputt gehauen. Ich habe die Trainer da eben umgeklatscht. War keine große Herausforderung. Wenn man da guckt, dann war bei dem Angler unten noch ein bisschen Feldweg und da war Siedewasser. Habe ich mal schnell aufgesammelt und ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn wir das jetzt nicht in-game machen, also hier on-screen, weil... Da haben es jetzt einfach. Und Siedewasser, ich meine, Durchbruch auf der ersten Insel, Siedewasser jetzt schon. Das ist schon geil. Und den haben wir schon platt gemacht. Okay. Ist schon geil, ist schon geil. Und ich hoffe, man ist ja jetzt nicht irgendwie irgendwie erbost, dass ich das jetzt offscreen gemacht habe, weil es gibt ja Schlimmeres. Wie zum Beispiel, oh, Schutz einsetzen, nur um was nachzugucken. Es könnte ja ein wildes Pokémon kommen. Ja, wir können hier durchgehen. Sehr schön. Hier war ich nämlich noch gar nicht, was man an der TM sieht. Schlafrede. Oh, geil. Schlafrede. Diese TM habe ich auf jeden Fall gesucht und gebraucht. Bin so froh, dass ich die jetzt habe. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Okay, haben wir schon mal Schlafrede? Oh. Pam. War das nicht schon mal... Hey, du da. Ja, dich meine ich. Willst du mir kurz helfen? Hier drüben. Ja, du? Jo, 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 dreh uns nicht den Rücken zu. Ey, Mann, ist das nicht die von Mele Mele? Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Hab sie schon mal gesehen. Nein, die sind mir unbekannt. Hm. Weißt du was? Ich mach das hier. Hier im in Let's Play. Und das mache ich einfach im nächsten Livestream. Hab sie schon mal gesehen. Na, und ab! Mein Name ist Hapu! Hapu! Ah, Entschuldigung. Merkt euch das gefälligst. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass du dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job, Mann! Oh, wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns die da auf Mille Mille abserviert hat. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, jo? Ja, wollen wir doch mal sehen, du. Yeah! Komm mal her! Come on, Bro! Come on! Dir werden wir es zeigen, Alter. Ich bitch-snappe dich in Grund und Boden. So, der Rüpel fordert dich wieder einmal zum Kampf heraus. Na, das soll er mal machen. Mit seinem Tomato! Tomato, Tomato! Und wir haben Pecko! Pecko! Wir sind leicht überlevelt. Aber auch wirklich nur leicht. Ja, was haben wir für ein super Wassertornado? Ja, ich würde mal sagen, das sehen wir uns jetzt einfach mal an. Ist schon geil. Ich habe nicht geguckt, wie stark es ist. Verdammt, mein Fehler. Ah, Wasserbändigen für Fortgeschrittene. Mal gucken, ob es für einen One-Hit reicht. Pecko hüllt sich in Z-Kraft. Ja, Pecko nimmt all ihre Kraft schon, ja. Aber Traumato hat ja eine gute Spezialverteidigung. Mal gucken, ob es für einen One-Hit reicht, weil wir haben einen guten Spezialangriff. Müssen sich gut auskontern. Ah, geile Attacke. Super Animation und ja, One-Hit.
163 Erfahrungspopel, yay. Und er wurde wieder einmal besiegt. Ich bin fix und fertig, Bro. Ja, das bist du. Gib mir dein Pausengeld. Mongo. Die sind so lustig, die Hampelmänner. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Pampros? Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Boah, lass uns lieber die Kurve kratzen, yo. Ja, boah, Alter, kein Bock hier meinen Schädel zu riskieren. Yo, yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn dir in deinen Deckschild einhämmerst. Merk dir gefälligst endlich, wer er ist. Findest du allein nach Hause? Hast du dich schon mal gesehen? Ich bin froh, dass er seinen Weg allein findet. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Janine, ein guter Name. Ich weiß. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich huldige ich dir jetzt von überall her. Dann trappen ab. Ach ja, Janine, du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pampros sieht das ja genauso. Mhm. Da traben die beiden davon. Haben wir das nicht schon getriggert? Ich weiß es gar nicht. Beeilen wir uns. Ich möchte schnell zum Dome Royale. Gleich immer locker bleiben. Tipps für Trainer, die Pokémon, die du bei dir hast, werden zutraulicher, wenn du mit ihnen herumläufst. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn sie genügend Zutrauen zu ihrem Trainer gefasst haben. Wow, als wären wir total dämlich. Die möchte uns fighten. Kann sie gerne haben. Warte mal, wir tauschen mal kurz den Plätzerli. Ich würde mal sagen, unser kleines Wutfusselchen darf sich auch mal ein bisschen rumprügelchen, Machelchen. Hörnchen. Wutfussel! Klär die Schönheit! Mach sie dir klar. Ich hoffe, du hast deine Pokémon gut trainiert. Ich hoffe das für dich. Du knackärschiges Busenwunder. Schönheit, Dorka. Dorka. Das ist ein echt schäbiger Name für eine Schönheit. Dorka. Das ist echt ein komischer Name. Tragosso! Gosso! Je nachdem, wie dein Level ist, möchte ich da drin bleiben? Ich weiß es nicht. Ja, wir sind 5, ja. Komm, wir riskieren es einfach mal. Mit einem... 180 Stärken! Fulminanten Faustschlägerangriff. Komm, machen wir mal. Fulminant! Einfach fulminant! Bats! Komm schon, Wutfussel! Entfesselt eine wahre Macht! Boah. Schalt daraus aus und schick es ins Jenseits zu seiner Mutter! Komm, oh, Wutfussel Gatling! Und voll auf die 12. Ja, Mann, in dem Berg gedroschen, da wo seine Mutter begraben ist. Was hat er nicht gesagt? Doch, hat er. 166 Popel! Ja, und Dorka wurde besiegt. Wie beeindruckend. Guck nicht so gruselig. Das passt nicht zu dir. Das ist voll gruselig. Gruselig. Das war sowas von offensichtlich, dass da Müll liegt. Ist ja ekelhaft. Über diese Umweltverschmutzer. Ich hasse es. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Hier muss ich noch... die... Shortcuts legen. Man kann ja auch Shortcuts legen. Das mache ich die ganze Zeit nicht. Habe ich im Livestream gelernt. Ein Item. Ah, ein sonderliches Bonbon. Das ist sehr gut. Alter. Brich hier einfach durch. Ja? Carbon. Dafür brauche ich noch nicht mal mein kleines Bissbark benutzen. Ich sehe auch so, dass da was liegt. Ah. Sie danzt da einfach ab wie so eine prima Ballerina. Muss mal kurz was gucken. Ja, genau richtig geguckt. Ich wollte eigentlich im Pokémon-Team mal kurz gucken. Team. Dem. Wie sind denn deine Berichte? Was brauchst du noch an Erfahrungspopel?
1000, ach, das ist mir aber ein bisschen zu viel. Ich mache das jetzt einfach. Warte mal. Das mache ich jetzt einfach. Wir haben ja einen Sonderbaum gefunden. Irgendwo ist es. Siedewasser. Ja, in der TM-Box natürlich. Na klar. Und zwei Sonderbonbons. Oh. Okay, wo hab ich denn das andere? Kann sein, dass ich das auch offscreen gefunden habe. Kein Plan. Auf jeden Fall. Pädophile erreicht Level 26. Ja, guck dir das mal an. Ne? Gute Werte. Und sie entwickelt sich. Mm. Jetzt wird sie groß und stark. Nanu, Pädophile entwickelt sich. Oh, jetzt wird sie groß und stark und kann mit ihrem Panel die Kinder freiwillig mitkommen lassen, damit sie vergenusswurzeln kann. Genki Dama, der Pädophili! Es tut mir leid, aber ich kann es mir nicht verkneifen. Glückwunsch, ein Pädophile wurde zu einem Hypno. Es ist so doof, ey. Ein neuer Eintrag im Strafregister für Hypno. Registriert. In der Verbrecherkartei. Und die Seite ist vollständig. Bingo! Das Hypnose-Pokémon. Dieses Pokémon ist äußerst gefährlich. Für Menschen, die an Schlaflosigkeit leiden, ist es aber ein wahrer Retter in der Not, bevor es dann sie hypnotisiert, einschläfert und dann mitnimmt zum Vergenusswurzeln. Komm mit, du kleiner Bube, du. Komm mit, du. Und ja, schau auf mein Pendel. Schau auf mein Pendel. Und dann nimm ich dich mit. Es tut mir leid. Ich kann es mir nicht verkneifen. Es ist so. Es ist Hypno. Es sind einfach Kinder. Hey. Um was mit ihnen zu machen? Richtig, sie vergenusswurzeln. Hört sich nicht so schlimm an wie vergewaltigen. Vergewaltigung. 1000. Ja, auch so viel. Ich weiß gar nicht, wann wirst du zum Blipper? Ich habe keinen Plan. Wahrscheinlich 26. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich ganz gerne mal. Also gehen wir jetzt auch mal. Komm. Wir testen jetzt einfach mal Hypno aus, also Pädophilia in ihrer vollkommenen Form. Oh, ich habe etwas vergessen zu aktualisieren. So, habe ich es mal kurz nachgeholt. Ich mache das ja immer, jetzt habe ich es zu spät gemacht, aber egal, ich mache das ja immer zwischendurch. Wenn sich irgendwas entwickelt oder wenn wir was austauschen, dann ändere ich den Screen unten und ja, jetzt habe ich nicht dran gedacht. Deswegen kommt es nachträglich nach der Entwicklung, aber ist auch wurscht, wir haben jetzt unser kinderschändendes Pokémon vollständig, entwickelt. Es ist quasi erwacht. Alola, Alola, herzlich willkommen, Trainer. Oh, wie nett sie mich begrüßt. Zu ihrer eigenen Hinrichtung. Yeah, Tänzerin Sonja fordert dich heraus. Sonja, bist du es? Mhm, du bist aber braun geworden und die Haare sind wieder länger. Koriogel, natürlich. Oh. Das Koriogel, wo ich nicht weiß, ist es Geist? Ist es Geist? Ist es das Geist-Koriogel? Keine Ahnung. Windschnitt. Ja, okay. Damit kann ich leben. Windschnitt ist okay. Ach ja, Pädophilia hat übrigens... es ist das Psycho. Scheiße. Hat übrigens den Psychstrahl gelernt. Nur so nebenbei. Und ja, ich mache einfach mal Psychstrahl. Mal gucken, wie viel Schaden wir überhaupt machen. Ja, ein angenehmer Free-Hit. Passt schon. Ja, die hat einen angenehmen 20-Hit, wenn so wie das aussieht, so wie sich der Balken bewegt. Haha, da kriegen wir die ja locker down. Ein spannungsgeladener Kampf. Kein Wunder, so unterlevelt wie wir sind. Wir sind nur ein Level höher. Ah. Das wird sich noch auszahlen. Das wird sich noch auszahlen, dass wir den EP-Teiler nicht ausmachen. Es wird noch brutal. Wurde besiegt. Yeah! Armes Piepmetzelchen. Tänzerin Sonja wurde besiegt. Hulala, hulala. Oh lala. So viel Money, Money, Money. Babalababam. Money, Money, Money. Wir gehen mal nach unten, bevor wir zu dem Kampfgelumpe da gehen. Ich möchte mich nämlich noch ein bisschen hier umgucken. Kantai City. Jetzt ist die Kröte da am Suchen. Ich glaub's nicht. Mein Bisberg ist wirklich sehr gründlich. Es gibt erst Ruhe, wenn es was gefunden hat. Es wird jetzt wohl den ganzen Weg bis zum Hano-Hano-Resort nach Items absuchen. Ist doch gut, Mann. Ist doch gut. Ich hab jetzt was übersehen. Das müsste ich jetzt gründlich kontrollieren.
oder? Moment mal, wie kommt man gleich noch nach Ohana? Ach ja, über Route 4. Mhm. Aha, ja, schnüffel, schnüffel. Schnüffel, schnüffel. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Schnüffel, schnüffel. Okay, die dumme Sau war wirklich gründlich. Hat mir nichts übergelassen, Alter. Wieso hat die mir nichts übergelassen? Das ist voll gemein. Ich möchte doch auch Sachen finden. Hier ist echt nichts mehr da. Das ist ja unglaublich, ey. Wie kann man nur so dreist sein? Aha, Diktatunnel. Oh, es gibt einen Diktatunnel. Cool. Komm, steigen wir ab. Na du? Oh, ein Rotom-Pokédex. Dann schaust du sicher regelmäßig auf dem Festivalplaza vorbei, oder? Nein. Falls nicht, öffne einfach mit dem das Spielmenü und wähle. Willst du mich verarschen, ey? Ich fasse es nicht. Als alter Tunnelfan komme ich natürlich nicht drum herum, mich mit Diktas Höhle in Kanto und dem Diktatunnel in Alola zu beschäftigen. Ja, der Diktatunnel liegt übrigens gleich hinter diesem Schild. Nein! Ne! Mach Sachen! Hätte ich jetzt nicht gedacht, habe ich ja nur vorgelesen. Wir gehen mal kurz da rein. Was finden wir denn hier so Feines? Hallo, du da! Erst wenn hier alles glänzt wird, geschwänzt, putzen ist wie ein Videospiel für mich, weißt du. Und dieser Raum hier ist der Endgegner. Und sie schreien, hey, ich bin der Endgegner. Ja, natürlich. Also wenn das für dich ein Videospiel ist, dann tut's mir leid. So, gehen wir nach oben. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir hier irgendwas Tolles finden? Ah, das Symbol ist mir total unbekannt. Wir gehen erstmal weiter. Mhm. Was ist das hier? Ein Stundenhotel? Okay. Aether Foundation. Ach du Heiliger. Die Deppen. Hallo! Hallöchen! Oh, ein Kapuzzi. Also wirklich, wie viel Tafelwasser willst du denn noch trinken? Deine Kapis sind doch bereits voll. Quaputzi! Mhm. Was denkst du, macht Pokémon wohl glücklich? Was heißt es überhaupt, glücklich zu sein? Also für mich ist Glück, wenn ich mit Freunden zusammen an einem gedeckten Tisch sitzen, lachen und etwas Gutes essen kann. Ja, das ist schon ziemlich viel Glück auf einmal. Hallo, hier in der Aether Foundation beschützen wir Pokémon, denen Leid zugefügt wurde. Ah ja, deswegen hat man euch im Intro auch so creepy gesehen. Hier in der Aether Foundation beschützen wir Pokémon, denen Leid zugefügt wurde. Vor die Roboter. Ja. Ob wir uns wohl auch erheben und kämpfen sollten, um Team Skull Einhalt zu gebieten? Ja, warum nicht? Das ist eh ein Team Skull. Es scheint ihnen auch noch Spaß zu machen, den Pokémon weh zu tun. Ja, dann tut denen doch weh, Mann. Mischt euch ein! Aber nicht in meine Angelegenheiten, ihr Säcke. Wo bist du so gemeint denn? Das werden wir noch sehen. Hat sich so gereimt, unfreiwillig. Die Wahrscheinlichkeit, ein schillendes Pokémon zu finden, beträgt 1 zu 4000. Die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer mit jeder neuen Generation. Ja, das erzählst du mir auch aus gewissen Gründen. Danke, dass du es erzählst, das weiß ich aber schon. Hm, wo bin ich hier nur hingeraten? Dass ich jetzt an der neuesten Edition einer Spielreihe mitarbeiten darf, die ich früher selbst immer gespielt habe, ist einfach ein Traum. Eine neue Mitarbeiterin also. Tach, ich habe hier gerade einen Hammer-Song komponiert. Ein Hammer-Song. Ich bin der Projektleiter. Es macht Spaß, einen Pokédex zu füllen, nicht wahr? Komm ich wieder besuchen, sobald du ihn vervollständigt hast. Ja, dann gibt's ein Diplom. Pipi ist so süß, einfach nur zum Knuddeln. Sagt der Typ das nicht in jedem Spiel? Keine Ahnung. Alles weiß ich auch nicht. Du möchtest ein wenig in Nostalgie schwelgen. Welches unserer Spiele würdest du am liebsten mal wieder einlegen? Grün natürlich. Ah, grün. Wenn ich dich richtig einschätze, dann bist du jemand, der seinen Weg geht. Komme, was wolle. Okay. Ja, ich möchte in Nostalgie schwelgen. Rot mache ich als letztes. Blau. Aha, du gehörst sicher zu den ganz großen Fans und stehst voll und ganz hinter deiner Meinung. Ja. Mhm. Wie wär's mit Gelb? Pissegelb. Pikachu. Ah, natürlich. Ah, Rot. Du bist bestimmt jemand, der stets seinem Herzen treu bleibt und immer sagt, was er meint. Das stimmt sogar. Sogar auf das reale Ich bezogen. Cool. Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Schau doch mal wieder vorbei, wenn du damit fertig bist. Vergiss mich bloß nicht, okay? Okay.
Ich habe noch so viele Ideen, die ich ins Spiel packen will. Ich muss also ordentlich essen, damit mir mittendrin die Energie nicht ausgeht. Hier, ich habe noch eine Erfrischung übrig, die kannst du haben. Einfach so. Limonade. Danke. Viel Spaß auch bei deinem Abenteuer. Getränkeautomat. Nein, lass mal. Wieso darf ich nicht in den Mülleimer gucken? In die Mülleimer. Mülleimer, Mülleimer, Mülleimer. Da könnte überall Überreste drin sein. Aber nein, ich darf nicht. Schweinerei. Aber egal, haben wir mal Game Freak besucht. Die vergamten Freaks. Voll lustig. Und dann gehen wir jetzt mal in den Dicktunnel. Einfach in den Dicktunnel. Der ist voll dick, Mann. Mann, ist der dick, Mann. Dick-da-Tunnel. Mal kurz gucken. Blum. Okay. Alles klar. Wollen wir mal gucken, was hier der Encounter für uns ist im Dicta-Tunnel? Hallo. Okay. Cool. Hallo, du Hübsche, du. Oh, du bist es. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Dicta. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nicht durch. Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Z-Kristalle sehen. Nicht schlecht. Und? Was sagst du zum Aquium Z? So gut wie du dich mit deinen Pokémon verstehst, kannst du es bestimmt ausreizen. Also dann, Kiave wartet mit der nächsten Prüfung im Vela-Vulkan auf dich. Okay, hier darf ich noch nicht weitermachen. Was kommt wohl? Ein Graudon? Ernsthaft? Ein Zubat? Wir sind hier im Dicta-Tunnel und es kommt ein Zubat? Alter! Oh, Level 21. Nice. Aber es ist ein Pokémon, das wir schon besitzen. Also, verpiss dich. Verrecke. Wie viel Erfahrungspopel gibt es eigentlich auf Level 21? Genug? 196 mehr als die Trainer bis jetzt. Cool. Freue ich mich. Na komm, ey. Habe ich eigentlich schon Dicta gefangen? Ich glaube ja, ne? Super Saiyajin Potato war es, glaube ich. Hätte ich auch He-Man nennen können. Komm, ich möchte einen vernünftigen Encounter. Irgendwas nicht Zubat oder Dicta-lastiges. Alter, bis hier mal was kommt, ne? Wenn es wieder ein Zubat kommt oder ein Dicta, dann hau ich ab. Na, es ist ein Dicta! Ich bin ein Dick. Ein brauner Dick. Ich bin ein... Ja, okay, alles klar. Die Glaskanone ist da. Ist back, ist hier, ist dort, wo auch immer. Und ist super effektiv. Oh, gleich erledigt. Wenn ich Pech habe, bin ich erledigt. 6 ist gar nicht mal so scheiße, aber okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Haha, Panikmache. So, Glaskanone ist tot. 192 Erfahrungspunkte. Nice. Nice, 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 der alte Gneis. Dann gehen wir mal wieder raus. Und ja, ich würde mal sagen, ich beende mal die Folge. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Quatschfug betrieben. Waren einmal hier. Game Freak besuchen, dann würde ich mal sagen, da liegt was. Da, hier gibt es drei Captains, ja, Wasser, Feuer, das können wir schon. Yay, Lebensform wurde aufgesammelt. Geil. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in der nächsten Folge mal hier. Oh. Ein Riesenfußpilz, geil. Oh, sehr schön. Okay, da ist nichts, schade. Gehen wir in der nächsten Folge hier rein. Die Tür geht nicht auf. Auf jeden Fall gehen wir in der nächsten Folge da rein und werden dann unseren Weg zur nächsten Prüfung fortsetzen. Das war's erstmal für heute. Arrivederci, mein kleiner Koronis. Bis zur nächsten Folge. Tüdelum.